Es geht weiter. Alle Center sind gelöst und wir kümmern uns natürlich genau wie beim Big Cube jetzt um die Kanten. Wir bilden also immer drei Kantenpaare und machen genau wie beim 5x5, parken wir die Kantenstücke irgendwo, parken wir sie irgendwo zwischen, damit sie nicht wieder zerstört werden. Das geschieht aber nicht nur auf dem oberen oder also auf dem weißen Layer, sondern das geschieht nachher auch einfach mittendrin. Bringen wir sie kurz aus der Schusslinie und parken sie irgendwo zwischen. Also, beim Big Cube parke ich sie eigentlich immer auf der oberen oder auf der unteren Ebene und das mache ich hier nicht. Also vielleicht mal ein Beispiel. Wenn ich den jetzt hier gelöst habe in dieser Ebene, würde ich ihn versuchen, jetzt hier mit dem auszutauschen und hätte ihn dann hier auf der oberen Ebene geparkt. So, bei den Gigaminks parke ich sie am Anfang alle hier und dann parke ich sie hier zwischen. Wenn ich das gemacht habe, parke ich sie hier in diesem Bereich und dann drehe ich den Gigaminx um und dann kommen die nächsten. Gut, aber soweit sind wir noch nicht. Es geht erstmal darum, jetzt die ersten Kanten zu bilden und das geschieht natürlich wie immer rein intuitiv. So, hier kommt der Profi-Tipp Nummer 2. Wenn ihr es also bis hierhin geschafft haben solltet, dass nur noch der gelbe Layer frei ist, dann wird es jetzt etwas schwieriger. Ihr könnt noch versuchen, die letzten drei Kanten intuitiv zu lösen. Und die letzten beiden, die muss man dann tatsächlich mit dem Flip vom 5x5 oder von den Big Cubes. Okay, und da suchen wir uns natürlich erstmal Kanten raus, die schon gebaut sind. Diese beiden zum Beispiel hier mit Schwarz-Gelb, die sind schon fertig. Und ich muss jetzt die genau wie eben auch kurz rausdrehen, so, damit ich den hier an die richtige Position befördern kann. Und ihr seht, ich nehme damit eine andere Kante mit, das ist nicht so schlimm. So, und da habe ich ihn jetzt hinbefördert und drehe ihn hier wieder zurück. Der tangiert uns im Moment überhaupt nicht, weil der nicht beeinflusst wird von diesem Zug. Ich kann den jetzt hier zusammenführen und einfach zwischenparken. Zusammenführen und parke ihn jetzt hier oben, tausche ihn mit dem aus und ziehe ihn wieder runter auf die Ebene. Schnell Center wieder gelöst und wir haben jetzt eine gelöste Kante. Das war natürlich nicht die, die wir eben gelöst haben, das ist ja egal. Eine gelöste Kante auf dem gelben Layer und es kommt die nächste dran. Können sich ja nur alle Teile hier befinden, weil ja alles andere, alle anderen Slots sind ja besetzt. Wir nehmen mal einen etwas schwierigeren Fall. Wir haben hier Orange, Orange. Die beiden wollen wir zusammenführen. Ist nicht die richtige Farbe. Hier muss also Blau oben liegen. Tausche ich also einmal um, indem ich hier Orange wegdrehe und wieder hier rein befördere. Ihr seht, ich habe jetzt hier wieder einen auf die Ebene geholt. Das ist aber nicht so schlimm, solange ich hier noch einen frei habe. So, jetzt ziehe ich den einfach rein. Zack. Und tausche ihn mit diesem freien Slot aus. Kurz zwischenparken also. Wieder runter. Und hier auf die Ebene. Und ihr seht, wir haben hier schon zwei volle. Ich muss diesen hier eben wieder runter befördern. Das heißt, ich tausche die beiden wieder miteinander aus. So. Zack. 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 Das ist jetzt Friemelarbeit. Jetzt habe ich die beiden ausgetauscht. Da oben ist er. Und hier ist mein Duo. Und jetzt fehlt noch der andere. Der ist jetzt hier. Natürlich auch falsche Farbe. Drehe ich kurz rum, weil ich ihn gleich da reindrehen würde, dann ist er da und an der richtigen Stelle auch. Und ich kann die beiden zusammenführen. Leider habe ich hier jetzt nichts mehr zum Zwischenparken. Also drehe ich ihn jetzt mal um und sehe, dass ich hier noch was zum Zwischenparken habe. Da ist noch ein freier Slot. Also führe ich die beiden zusammen. Zack, da sind sie jetzt zusammen. Und tausche den mit diesem Slot aus.
schnell wieder die Kante gelöst. Und ihr seht, wir müssten jetzt eigentlich, ja, zwei Stück haben wir hier. Genau, zwei Kanten sind hier, die sind alle noch korrekt. Und jetzt kommt die dritte Kante. Das ist auch die letzte, die intuitiv geht. Ich nehme jetzt mal diese hier, die Kante hier. Obwohl fürs Aussehen ist, glaube ich, das leichter hier mit Blaugrau. Ich nehme jetzt die blau-schwarze Kante, die bastel ich jetzt mal zusammen. Hat auch schon die richtige Farbe hier. Das heißt, ich drehe sie kurz rein, drehe dieses Blau-Schwarz an die richtige Position und ziehe ihn wieder zurück und kann ihn jetzt miteinander verbinden. Hier ist nichts mehr zum Zwischenparken. Hier ist auch nichts mehr zum Zwischenparken. Das heißt, eine müssten wir aber noch irgendwo zum Zwischenparken haben. Blau-Schwarz wird zusammengeführt. Ah, okay. Gut, hier habe ich eine zum Zwischenparken. So, ich führe die beiden zusammen. So. Und tausche jetzt mit diesem Slot aus. Zack, zack, zack. Das geht, solange wir noch einen einzigen freien haben. So. Wo sitzt mein Blau? Da hinten ist mein Blau-Schwarz. Ich suche hier schon. So, jetzt habe ich hier mein Blau-Schwarz wieder auf der Ebene und möchte es ja gerne mit diesem hier zusammenfügen. Also, gleicher Trick wieder. Hier haben die natürlich die falsche Farbe. Das heißt, ich muss den rumdrehen, kurz hier eintauschen und schon kann ich den jetzt hier einfügen. Hier ist nichts zum Zwischenparken. Hier oben ist auch im Moment nichts, doch da ist was zum Zwischenparken. Den drehe ich hier hin. Ziehe die zusammen. So. Und tausche die jetzt mit diesem Slot aus. Und wieder runter auf die Ebene. Und wir haben alle Center bis auf zwei Center gelöst. Ich meine natürlich nicht Center, sondern Kanten. Jetzt an dieser Situation befinden wir uns jetzt. Wir haben alle hier oben zwischengeparkt und alle hier zwischengeparkt und müssen jetzt in der Arbeitsebene die Kanten miteinander lösen. Und dafür brauchen wir bei den Big Cubes den sogenannten Flip. So, und ihr wisst, beim Flip sieht es so aus, der Flip tauscht diese hier, die Kante, wenn ich ihn anwende, mit dieser und ändert die Farbe. Also dreht die nochmal rum. Ich mache ihn mal eben, ihr kennt den Flip. R, O, R', F', R', F', R. Und ihr seht, er hat den Orange-Weißen hier nach oben befördert und die Farbe getauscht. Ich brauche aber, um ihn hier reinzusetzen, brauche ich ihn immer mit derselben Farbe diesmal. Also nicht wie eben beim intuitiven Einsetzen, wo wir immer so gemacht haben. Da musste das ja eine unterschiedliche Farbe sein. Hier muss ich jetzt also wirklich weiß vorne haben. Das heißt, ich wende den Flip nochmal an. R', O, R', F', R'. Da ist er. Und wenn ich ihn jetzt einsetzen will, hier oben muss ich, weil er hier unten liegt und hier oben der freie Slot ist, erstmal vorneweg einen kleinen U' machen. Ich setze jetzt, drehe die einfach beide zusammen, das ist egal. Also klein U' und dann kommt der Flip. R', U', R', F', R', F'. Und jetzt am Ende nochmal ein klein U und die Kante ist gelöst. Diesen Flip wende ich jetzt auch auf den Gigaminx an. Und zwar genau so. Ich brauche also nichts irgendwie zu beachten. Ihr seht, die beiden hier haben nicht die richtige Farbe. Das heißt, ich muss ihn hierhin tauschen. Und wenn ich ihn hierhin tausche, dann kann ich ihn dort rein befördern. So, also, los geht's. R', O, R', F',
R-F-R. Und ihr seht, er ist hierhin befördert und kann jetzt, hat die Farbe gewechselt und kann jetzt hier oben eingesetzt werden. Denkt an das U-, das kleine Strich. Und jetzt nochmal der Flip. R, U, R, F, R, F, R. Und das kleine U. Und der ist eingesetzt. Dieser hier ist auch eingesetzt. Das heißt, wir haben gleichzeitig alle miteinander gelöst. Ein anderer Fall ist mir im Moment nicht bekannt. Also hier diesen Parity-Fall. Bastel ich mal eben. Diesen Fall habe ich bisher noch nie erlebt. Also, dass man am Ende, wenn man die letzten Kanten gelöst hat, dass man dann dieses hier hat. Bei den Kanten. Dass man den also mit diesem Parity, ihr kennt den R2B2, U2, LU2 und so weiter, dass man denen damit lösen könnte, weil damit könnte ich hier nichts anfangen. Ich müsste dann gucken, ob ich ein... nee, das macht keinen Sinn, weil das eine ungerade Zahl hier ist. Also, bisher haben sich die immer gelöst, die Kanten, und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich euch diesen Fall hinbasteln sollte, dass die jetzt hier gekippt sind. Also, Flip auf die letzten Teile angewandt und ihr habt alles geschafft. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel in Blau und die beiden passen also zusammen. Lila-Blau oder Hellblau besser gesagt. Und befördere die jetzt zueinander. Gut, genau wie beim Rubiks Professor geht das natürlich so, dass die immer eine unterschiedliche Farbe haben müssen. Das heißt, hier würde jetzt nur, ich passe das mal eben kurz hin, so, die passen nur zusammen, wenn sie eine unterschiedliche Farbe haben. Diese hier passen nicht zusammen. Ihr seht, das geht nicht. Sie müssen erstmal, hier vorne muss rot liegen, sonst funktioniert das nicht. Genauso ist es auch beim Gigaminx. So, das heißt, einer von beiden muss lila zeigen, wenn sie auf einer Ebene sind, und dann können sie erst miteinander getauscht werden. Also sprich, ich drehe den hier rum und drehe ihn dann hier hin. So, aber auch jetzt habe ich noch keine Möglichkeiten, die hier reinzusetzen. Das heißt, der muss an diese Position oder dieser hier muss an die Position. Gut. Auf verschiedenen Layern ist es immer leichter, die zu tauschen, als von da nach da. Denn hier müsste ich jetzt einen Algorithmus anwenden, um ihn von da nach da zu befördern und würde ihn dann auch gleichzeitig wieder rumdrehen. Also deswegen versuche ich immer erst, ein Teil nach hier hin zu befördern, um sie dann zusammenzubringen, weil das wesentlich leichter ist. Da drehe ich einfach nur den hier kurz aus der Schusslinie und befördere den an die richtige Position. Und den wieder zurück. Und schon passen sie zusammen. Und jetzt brauche ich den hier nur rumzudrehen. Na, was ist das denn? Brauche ich ihn hier hinzudrehen. Und ich habe sie beide zusammengepackt. Jetzt muss ich mir überlegen, wo ich jetzt dieses gelöste Pärchen erstmal zwischenparke. Und das mache ich jetzt, weil hier alles frei ist, natürlich auf der oberen Ebene. Also drehe ich ihn hoch. Aus der Schusslinie das Ganze wieder zurück und kann den jetzt hier wieder lösen. Das werde ich jetzt noch so oft machen, dass ihr das gleich auch locker selbst könnt. So, da ist das andere Teil. Hier ist hellblau vorne. Passt mir gut. Ich drehe einfach nur diesen hier runter. Wenn ihr die äußeren dreht, denkt, dann könnt ihr erstmal nichts kaputt machen. Immer nur, wenn ihr jetzt hier die inneren Layer wieder bewegt. Also jetzt wieder hier ran. Die ganzen Kanten sind gelöst, hier die drei. Oben parken. Runterziehen und den wieder zurück. Hier ist unser erstes geparktes Kantentrippel, sozusagen Kantentrio. Jetzt gibt es nur noch 29 und wir sind fertig.